Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich war die Woche nicht ganz in der Lage, viel Content für euch zu machen. Hatten einfach einen Grund gehabt. Ich war bei meiner heimlichen großen Liebe und ihr werdet euch bestimmt fragen, wer das ist und ich werde es euch zeigen. Ja, ich war am Wochenende in Dortmund. Ich bin 1100 Kilometer gefahren, um einen meiner Jungs abzuholen, mit ihm nach Dortmund Stadion zu fahren und wieder zurückzufahren. Ich war nachts um 3 oder so wieder zu Hause. Also absolut geiles Wochenende. Die Woche war dementsprechend mit Vorbereitung allem. Deswegen, jetzt bin ich wieder da. Alles gut, Leute. Ich freue mich sehr. Wir haben unsere Serie noch nicht zu Ende gebracht. Das werden wir jetzt machen. Und wir haben noch Gründe, warum Modern Warfare 2 und Warzone 2 gescheitert sind. Zwei Folgen hatte ich noch geplant, die heutige und dann die letzte, und die soll dann eigentlich sozusagen oder sollte rundum alles verpacken. Server Connection vor allen Dingen, was eine wichtige Sache ist, Ping, Lags, Bugs, Content, alles in einem. Jetzt hat aber Expel, ein amerikanischer COD-Content-Creator, ein relativ großer, ein Essay geschrieben im Prinzip. Er hat all die Sachen aufgeschrieben in der Community, die von der Community an die Entwickler sozusagen gewünscht werden, und hat verheerendes Feedback von den Entwicklern bekommen. Und das wird die letzte Folge sein. Das heißt, diese ist jetzt nicht die vorletzte, sondern die vorvorletzte. Bevor wir zum Thema heute kommen, und das ist Rankplay und Cheater-Problematik. Die Folge heute ein bisschen kontrovers, denn Rankplay dieses Jahr nur als Vorgriff ist qualitativ ein guter Rankplay-Modus. Er hat halt nur einen großen Makel, und dieser Makel heißt Ricochet, und der ist dort am größten eigentlich. Was ich euch aber gerne zeigen würde, ich habe hier etwas stehen und das zeige ich euch jetzt. Holy wird 2 Jahre alt, das heißt, seit 2 Jahren sind die Jungs zumindest auf dem Markt, seit einem halben Jahr. Damit aber anfangen, freue ich mich, euch mit Holy 2-jährigen Geburtstag feiern zu dürfen. Da kommt natürlich jetzt ein fettes Gewinnspiel für euch von Holy für jede Bestellung, die morgen zu den beiden neuen Sorten eingeht. Jede Bestellung, egal was ihr bestellt, ist dann automatisch mit dabei, und es gibt halt 2 neue Sorten. Die eine ist eine Limited Energy Edition, und zwar Thai Lime Toucan. Das ist eine saure Citrus Edition, und dazu, und das ist der, den wir hier heute mit dabei haben, mit einem wunderschönen kleinen Kamel, Kaktus Kamel. Es heißt Kaktus Kamel, ist aber, es ist nicht so das Kaktuseis, was man sich vorstellen würde, sondern es ist so ein bisschen eine Mischung aus, finde ich, bisschen Kaktuseis, ihr kennt es, absolut geiles Eis, mit so grünen Solero-Shots, mit ein bisschen Zitrone, bisschen bitter, bisschen sauer, sehr fruchtig. Meiner Meinung nach der bisher beste Geschmack, der überhaupt irgendwie eine kleine Säurenote hat. Die beiden Jungs oder Mädels oder was auch immer die Sorten sein wollen, oder Kamele haben 2 Geschlechter, ja, sind morgen ab 16 Uhr im Shop für euch verfügbar. Ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Beim Gewinnspiel könnt ihr Folgendes gewinnen. 3-mal gibt es einen Jahresvorrat von Holy für sie jeweils 750 Euro pro Jahr. Dann habt ihr 5-mal eine PlayStation 5 in einem Holy-Skin, die ihr dazu bekommen könnt. Und ich weiß, viele von euch haben immer noch keine PlayStation 5, was mir immer noch im Herzen leid tut. Und angeblich ist Sony ja dabei, mehr zu bauen, aber irgendwie kommen da trotzdem keine bei. Und ihr kriegt 500-mal die Samples des nächsten Holy Eistee-Flavors vorab. Das heißt, wenn ihr mal guckt, ihr habt 508 Gewinne, das heißt, mit einer ganz normalen Bestellung ab dem 25., was morgen ist, dann bis zum 2. könnt ihr automatisch teilnehmen, und ihr kriegt dann eben eine E-Mail. Ihr müsst ja eh über die E-Mail dann bestellen, wegen Bestellbestätigung, ob ihr gewonnen habt. Das heißt, die beiden Flavors, der eine eben nur zeitlich gesehen da, der andere dauerhaft da. Launch ist morgen ab 16 Uhr, ab 14 Uhr wird der Shop geschlossen. Ich weiß nicht, wie viele sie diesmal davon haben, und ich weiß, dass er diesem Mord auch noch von den ganzen bestehenden Sorten viel kommt. Dicke Empfehlung für euch, Leute. Der erste Begleiter, jetzt ist Real Talk angesagt, nochmal. Obwohl das eben auch Real Talk war, ein sehr cooles Unternehmen, ich bin sehr glücklich hier. Was ich euch über Rankplay sagen kann, und vielleicht haben es einige von euch auch schon festgestellt, denn ich weiß, dass einige von euch nur MW2 spielen, weil es Rankplay halt gibt. Punkt 1, was man ehrlich erwähnen muss. Rankplay ist von Treyarch gemacht, nicht von Infinity Ward, und Rankplay ist gut geworden. Die Art, wie man Ranked spielt, die Art, wie man ranken kann, was passiert, wenn man mit Leuten in einer Gruppe, in einem Party, in einem Team ist, die öfter quitten, dass man dafür auch Strafen bekommt. All diese Sachen sind meiner Meinung nach großartig geregelt und super, 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 super.
Allerdings, und das ist der große Banner, warum auch Rankplay auch von so vielen YouTubern und Streamern irgendwie gerne gespielt wird oder wurde, aber was so viele abhält. Von den Top 250 gerankten COD-MW2-Spielern sind 87 vor 2 Wochen gebannt worden, wegen Wallhacks, Aimbots etc. Von diesen Top 250 waren so viele bekannte Twitch-Streamer dabei, die man halt in den Streams sehen konnte. Und die sind nicht etwa jetzt nach Wochen Rank gebannt worden, weil Ricochet plötzlich funktioniert hat, sondern weil diverse andere Ranked Pro-Gamer, wirklich Pro-Gamer, die Geld damit verdienen, sich deren Streams angeschaut haben, deren Statistiken der anderen Rank-Modi aus den anderen CODs und haben all diese Infos, die sie gesammelt haben, an Activision geschickt und gesagt, oder an Treyarch, glaube ich sogar, und haben gesagt, überprüft das bitte mal, es ist nicht legit, wie sie spielen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ein Drittel aller Ranked-Spieler in den Top 250, das heißt die besten 250 der Welt, sind überführte Cheater, die gebannt worden sind. Und die Dunkelziffer von denen, die immer noch mit Wallhacks und ähnlichem in Ranked rumlaufen, ist wahrscheinlich noch viel höher, die einfach noch nicht erwischt worden sind. Weil sie vielleicht gar nicht streamen, man sieht gar nicht, wie sie spielen oder weil sie es immer noch gut verheimlichen. Es gibt so viele Clips auf Twitter, wo Leute anfangen zu streamen, das aufnehmen und dann vergessen irgendwie, das Engine-Owning-Programm irgendwie im Hintergrund zur Seite zu schieben, dass man es eben nur auf dem zweiten Monitor sieht. Und es gibt mittlerweile Overlays für OBS. Ich könnte in MW2 cheaten, Livestream, und ihr würdet den ganz normalen Bildschirm sehen, während ich auf meinem Bildschirm eben noch die Umrisse der Gegner und alles sehe. Und die Tatsache, dass das Einzige, was in MW2 auch nur halbwegs gut geworden ist, so verseucht ist von Cheatern, dass Leute, die diesem Modus viel Input geben und viel Zeit darin investiert haben, sagen, warum soll ich um meine Ehre schwitzen mit SBMM, was ja in Ranked ja auch Sinn macht, wenn sowieso jeder Dritte cheatet. Ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt mit, keine Ahnung, 9 Leuten auf einer Karte und 3 davon cheaten. Na, herzlichen Glückwunsch, hätte ich auch keinen Bock, um mein Leben zu schwitzen, um in die höchsten Stufen reinzukommen. Und das überzeugt einen doch auch wieder, dass Ricochet, dieses eigene hausinterne Anti-Cheat-System, ein absoluter Fail ist, eine absolute Totgeburt. Die arbeiten mit diesem Anti-Cheat-Programm mittlerweile seit Anfang Caldera, bin ich der Meinung, und haben es immer noch nicht hingekriegt, dass die Leute rechtzeitig und schnell gebannt werden. Es gibt so viele Anti-Cheat-Systeme auf dem Markt. Und einige von euch haben gesagt, ja, Fortnite ist nicht so gut oder Valorant ist nicht so gut. Es ist eigentlich völlig egal, welches ihr nehmt. Alle sind besser als Ricochet. Und jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Keins dieser Unternehmen, ob das Epic Games ist oder ob das EA DICE ist oder ihr könnt nehmen, was immer ihr wollt, hat eine so große finanzielle Macht wie Activision, Activision Blizzard und alles, was dahinter steckt. Activision ist ein Milliardenunternehmen und die Tatsache, dass Microsoft bereit ist, ich glaube 81 Milliarden Dollar zu zahlen, um die Spieletitel wie Warcraft und Call of Duty zu kaufen, belegt es einfach schon, was für eine Macht dahinter steht. Und das ist auch so ein bisschen der Übergang zu dem Video, was ich versuche es am Donnerstag, es ist denn das letzte der Reihe für euch zu haben. Nächstes wird ja dann wahrscheinlich am Mittwoch sein, Serverproblematik, was damit ist. Das ist aber, wie gesagt, der Übergang zu dem Ganzen, was die Entwickler zu Expel gesagt haben. Denn er hat wirklich ganz neutral, ohne Emotion, einen langen Text zusammengefasst mit Punkten, die Community sich wünscht, was einfach schief geht. In der Hoffnung, wenn er als Sprachrohr der Community gilt oder so tut, dass die Entwickler um Infinity Ward und die Publisher um Activision ein Gehör finden. Und letzten Endes, und das ist nur ein kurzer Disclaimer, ich werde euch die Screenshots einblenden, wurde ihm wortwörtlich gesagt, die Spieler haben sowieso keine Ahnung, Entwicklung ist viel komplizierter, als ihr denkt und erwartet nicht, dass irgendwas ändert, so wie es ist, ist es gut. Das war tatsächlich die Antwort und genauso verhält sich es aber auch mit Ricochet seit Monaten eigentlich. Wir beschweren uns, dass es nicht gut funktioniert, wir beschweren uns, dass jemand, der keinen Voice-Chat benutzt, seit Monaten vom Voice-Chat gebannt wird. Nur weil man mass reported wird und nicht mal 1000-fach, sondern 3-mal reported wird oder 5-mal oder 8-mal, das reicht schon. Und während man einen Bann für den Voice-Chat, der ja eigentlich gut ist in Warzone, hat, wird man wieder reported und wird wieder gesperrt, obwohl man ja schon gesperrt ist. Das heißt, die Sperre wird immer länger, obwohl man überhaupt nicht nutzen kann.
Und die Tatsache, dass es einfach keinen interessiert, zeigt, dass diese Franchise und die Verantwortlichen davon kein Interesse daran haben, an einem Austausch, an einem Dialog mit den Leuten, die diese Franchise eigentlich finanzieren, supporten und so wie ihr lange geduldig wart, also echt lange geduldig. Ich bin auch lange geduldig gewesen und dieses Jahr ist halt das Jahr, wo Activision, glaube ich, gedacht hat, mit MW2 die besten Zahlen auf Dauer zu schreiben, die man sich vorstellen kann. Und wo die Realität aber ist, dass dieses Jahr das Jahr ist, wo ich das allererste Mal sehe, dass Spieler, Creator, Casual Gamer und Sonstiges tatsächlich zu anderen Games gewechselt sind, weil sie gesagt haben, ich werde mir das nicht mehr antun. Und das ist richtig so, denn wenn euch etwas nicht Spaß macht und etwas qualitativ nicht gut ist, ist es egal, ob ihr dafür bezahlt habt oder nicht, macht es keinen Sinn, sich zu zwingen, wenn man sieht, dass seitens der Leute, die verantwortlich sind, kein Interesse besteht, mit euch an Problemen zu arbeiten, die die Games aktuell halt einfach haben. Aber es gibt genug Alternativen auf dem Markt. Also Leute, macht den Shop leer mit meinem Code morgen ab 16 Uhr bitte, gibt 10% Rabatt. Wenn ihr ganz, ganz neu seid, unentschlossen, gönnt euch doch einen der neuen Geschmäcker mit einem 5€ Sofortrabatt. Ihr habt alle Links, die ihr braucht, unten in der Videobeschreibung. Der Support von euch bei Holy ist wirklich krass für mich und ich freue mich sehr. Und es ist eine sehr, sehr coole Partnerschaft, die sehr, sehr vertrauensvoll ist mittlerweile. Bin ich sehr froh drüber. Und sonst, Leute, lasst einen Kommentar da. Was haltet ihr von den nächsten Themen, die wir noch haben? Server, Lag-Problematik, Content und dann, ja, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Feedback seitens Infinity Ward oder irgendwie sowas. Das wird ein Banger, Leute. Und ich mache das hier mit Absicht aktuell ein bisschen als Real Talk, ohne jetzt Gameplay im Hintergrund, weil das Game zu starten tut weh. Und ich finde, es kommt einfach viel besser rüber, wenn man da offen so von Auge zu Auge sprechen kann. Zumindest ihr seht mich, ich sehe euch leider nicht so ganz. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.